Zone. Was Bibel vorhat, und zwar schnell. Was weißt du sonst noch über Bibel? Ganz plötzlich hat der Kongress ein brandneues Schiff für ihn als Captain. Vom britischen Steuermann zum Captain des kolonialen Flaggschiffs. Da stimmt etwas nicht. Das koloniale Flaggschiff, oh, das werden wir wahrscheinlich versenken müssen, was? Wow. Alter Schwede. Ja, auf einmal so eine Windböe. Ja, schon dran. Alter Schwede, das ist ganz schön. Hui. Alter, was ist denn das für ein Wind? Ja, egal. Wir haben unsere Mission und die müssen wir erfüllen. Um jeden Preis. Oh. Ja, ja, schon dran. Okay, wir haben jetzt wesentlich mehr Leben. Ja, ja, ich bin ja schon durch. Ah, und jetzt auf einmal wieder gerader Wind, oder was? Oh, verdammt, Sturmwellen. Ja, und wie sollen wir das machen? Okay. Jawohl, geben wir Vollgas hier. Alter Schwede, wie geil ist das denn bitte? Das ist ja mal derbe geil hier gerade so über die Wellen. Alter Schwede. Wir haben es gleich erreicht. Ja. So, weiter geht's. Weiter in Richtung Ziel. Alter, das ist ja ganz schön peinlich, muss ich ja mal sagen, für die, ne? Die haben da ein einfaches Handelsschiff umzingelt und kriegen das nicht klein. Oh, ballern wir mal hier. Oh. Oder auch nicht. Ah, es sind jetzt doch Briten. Und macht Bebel das. Nantucket unterstützt die Patrioten. Oh. Wir haben Feuer, scheiße. Feuern! Auf meinen Befehl! Feuer! Shit happens, was? Wow! Ah, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen jetzt. Oh, das rennt auch gleich mit, ja. Das war natürlich gekonnt. Ja, durchs Wasser durch. Oh, cool. Und auch mal so einfach nur zur Freude. Jawohl, Vollgas. Was sind das da denn für Schiffe? Das gefällt mir schon mal wieder gar nicht.
Alter Schwede. Wow. Und Feuer! Oh, schon versenkt? Nein, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Jetzt. Bam! Aber ja. Gut. Zu, Mr. Faulkner. Mhm. Auf. Oh, die haben da sicherlich auch irgendwie Schutz gesucht oder so und. So ein Wetter habe ich noch nie gesehen. Ist selten, aber kommt vor. Hast dich bewährt. Was mir Sorgen macht, ist, dass Bibel ein Patriot ist. Warum ist er der große Baby? Alte Freunde vielleicht. Hm. Überzeugt mal den Kontinentalkongress, dass die Marine mehr Schiffe braucht. Die Kaperfahrten der Briten entlang der Küste sind Grund genug aufzurüsten. Ja. Kanonenboote bei Vineyard, jetzt das. Aha. Ein geschicktes Manöver, Captain. Ich habe vom Kanonendeck aus zugesehen. Was suchst du auf dem Kanonendeck? Du solltest dich in Sicherheit bringen. Schon gut, Bobby, keine Sorge. Die Bewohner von Nantucket sind sicher dankbar. Und ich auch. Gut, dass du zurück bist. Jawohl, ja. Ist beendet. Die Rettung. Ach komm, die eine habe ich dann nicht geschafft. Die bringt 50, die andere nur 25. What? Oder bringt ihr da nur 25 und wenn man alle hat, nochmal 25? Egal, ich will mir darüber nicht den Kopf zerbrechen. Egal, wir sind wieder in Davenport. Und ich würde sagen, wir machen gleich nochmal eine maritime Mission. Ne? Hat ja eben so gut geklappt alles. Hoffentlich habe ich jetzt nach wie vor die verbesserte Panzerung da. Die verstärkte Panzerung. Und nicht, dass ich die jedes Mal quasi neu kaufen muss. Dann mache ich das nämlich nie wieder. 1776 ist es schon, okay. Steht aufrecht, Männer! Pass auf! Okay, was machen wir, wenn das Ding von vorne kommt? Runter! Runter! Wow! Alter Schwede! Ich dachte gerade, wir fliegen da ein Stück. Bringt sie in Reichweite! Sicherte! Gebt mir alles! Volles Ding! Jawohl, die rammen wir tot. Feuer! Einfach nur so, weil wir es können. Und? Haha, okay, wir haben nach wie vor die Aufrüstung, das ist gut, dann war es nicht fehlinvestiert. Es ging voll ins Wasser.
Jawohl, Nummer 1 ist versenkt. Alter, was war das denn jetzt schon wieder? Ach so. So. Ach so, ja, ging voll daneben. Oha, da haben wir aber was abbekommen. Sehr schön. Jawohl, da haben die was abbekommen. Oh, 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 da habe ich nicht aufgepasst. Woo! Nice. Jawohl, Nummer 1 ist versenkt. Das finde ich aber nicht nett. Bahn, da kriegst du erstmal was von hinten hier ab. Nein! Da habe ich losgelassen. So eine Scheiße aber auch. Cool. Heftiges Schiff kann es mal eben mit drei anderen Kreuzern da aufnehmen. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Ja, Fortschritt ansehen will ich nicht unbedingt. Ich würde sagen, die anderen beiden lasse ich da jetzt nicht noch extra übrig oder so. Ich denke, die werde ich jetzt eben auch noch fix machen. Na, ich. Und dann wird es mal wieder Zeit für eine richtige Mission. So, Jagd, ich hab's mir nicht durchgelesen, verdammt. Alle auf Gefechtsstation! Das erinnert mich, dieses Gepfeife erinnert mich jedes Mal an Star Trek. Ist daran wohl angelehnt. Also, das Star Trek ist angelehnt an die Geschichte mit dem Schiffen, weil. Sind ja auch Schiffe. Oh, cool. Gut gezielt, was? Oh, verdammt. Jawohl, eines nach dem anderen. Oh. Ja, das war gut gezielt von mir. Ah, zu spät. Nein. Jawohl, ja, das war doch gut. Das lief doch mal richtig gut. Ah, verdammt. Aber ich habe schon gezielt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Oh, wir fahren in den Nebel rein. So. Sicher ist sicher, ne? Sicher ist sicher. Ah, okay, das war's schon mit der Nebelgeschichte hier.